Irgendwie fühlt sich die HDR-Anzeige ein bisschen farbloser an. Ich weiß nicht, warum das so gefeiert wird. Aber das hat an den Einstellungen für die PS5 nichts gebracht. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist, warum ich da nicht auf 1080 komme. Aber okay. Gut, das sind ja auch nur die PS4-Einstellungen. Vielleicht bin ich ja schon bei 1000. Ist egal. Ja, war viel zu tun auf der Arbeit, Justin. Danke der Nachfrage. Ich habe übrigens beides im Hintergrund laufen: Remote Play und die Capture Card. Also, wir können da durchaus was machen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, warum. Schwierig. Ich bin mit HDR nicht ganz so einverstanden. Die Frage ist, warum? Warum sieht das so komisch aus? Anzeigeeinstellung. Das sieht alles. Ich meine, es sieht schon smoother aus, durchaus, aber. Erweiterte Anzeigeeinstellung. Irgendwie. Nee. So, was haben wir denn hier? HD-Color-Einstellungen. Ich sind mir Wie eigentlich. lange ist das her? HDR, ja, ist drin, aber irgendwie. Ja, ich kann. Helligkeitsbalance. Aber ich habe so das Gefühl, dass hier ein bisschen die Mein Essen an. Farbintensivität fehlt. Da habe ich Geld bezahlt. What the fuck? Egal, gehen wir wieder in die Konsolen. Bildschirm müsst ihr ja nicht sehen. Nee, das ist die Konsolenaufnahme. Ich will in die Konsolen. Folgendermaßen. War soweit. Ganz okay. Oh, sieht smooth aus. Im Schlaf spüre ich wenigstens den Ähm, Hunger. ja, wir können, müssen mal gucken, was wir heute zocken. Wie gesagt, ich habe ja beides angeschaltet. Sowohl die PlayStation als auch die Capture Card, weil ich ja das Remote Play benutze. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir heute? Ich weiß nicht, wie es bei dir lief, Justin. Spiel TOFF. Meinst du Tales of Fantasy? Nein, ich möchte es nicht spielen. Und Justin, die Leute, die Entwickler von Free-to-Play-Games, sagen immer, das ist nicht so stark, weil es ein Negativkriterium ist. Aber es wird so passieren. Fernkampfwaffen. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Okay, Kapazität insgesamt 16. Wie, ich kann Wie nur hat man insgesamt das? 16 Pfeile haben. Haben die ja nicht mal von sich selbst gesagt. Ja, Ich wer bringe eine weiß. Opfergabe Wer für meine weiß, Burg. Justin. Sind wir mal ganz ehrlich. Wir alle wissen, wie Genshin Impact bzw. miHoYo funktioniert. Die haben schon schlechte Rezensionen aus den App Stores entfernt. Zensur wird da Irgendwo groß was, mein geschrieben, Herr. also entspann dich mal. Einiges kennt ihr vielleicht noch nicht. Ja, also ihr könnt zu HDR jetzt sagen, was ihr wollt. Ich bin jetzt nicht so begeistert davon. Lassen wir heute den Abend Habt ihr mal schon damit mal laufen. Irsens-Geschichten gehört, der Blinde? Sieht zwar ein bisschen smoother aus, aber irgendwie fehlt mir die Farbintensität. Sky-Spiegel, sie hat nicht irgendwann angefangen, ihn schlecht zu reden. Nein, hat er nicht. Glaube nicht. Aber das haben wir alle am Anfang. Also Genshin Impact haben wir alle am Anfang nicht gemacht, Justin. Haben ja alle am Anfang nicht schlecht geredet. Also ist das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Die Karte erkenne ich bei HDR kaum. Das ist super. Warte mal, was ist, wenn ich das ausmache? So, dann muss ich das neu machen. Ich will nämlich HDR mal deaktivieren, weil ich glaube, das hat mit der Einstellung nichts zu tun. Nur die Anzeige ist mir irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin mit HDR nicht ganz so happy. Einstellungen. HDR aktivieren. Interessiert mich nicht. Ja, es bringt ja natürlich nichts, weil ich glaube, die. Doch, es ist.
Komisch, jetzt erkenne ich was. Warte mal, ich muss das erstmal umstellen, weil das Fenster sich immer so ein bisschen... Genau. Willkommen bei OBS. Nee, ich erkenne jetzt wieder was. Das finde ich super. Was haben wir denn hier? Strandlager. Also richtig erkennen habe ich die... Erkundet habe ich die Map noch nicht, ne? Hier sind noch ziemlich viele... unbedeutende Sachen. Pizza ist ja geil. Nee, auf jeden Fall Genshin Impact, wie gesagt, hat schon seinen Grund, warum ich das nicht so mag. Die Geschichte von Ryoso, machen wir die doch. Und, da das die gleichen Entwickler sind, werden sie es nicht lernen. Und die Spieler werden alles toll finden. Es ist ja, guck dir die Diablo Immortals an, dieses Free-to-Play-Dingsbums. Was so extrem eklig ist. Und alle hassen es, aber irgendwie bringt es halt massiv Kohle ein. Also dementsprechend, why not, ne? Bevor ich jetzt wieder irgendwelche Free-to-Play-Games anpacke, die am Anfang Spaß machen, natürlich, das ist das Konzept. Die machen dir bis zu einem gewissen Grad Spaß und wenn sie dich süchtig gemacht haben, sagen sie, ja, dann gib uns doch noch mal ein bisschen was, und noch mal. Dementsprechend, sorry Leute, ich bin ab einem Zeitpunkt angelangt, wo ich mir einfach ein gutes Spiel kaufen kann und es komplett genieße. Und da zahle ich halt mal 50, 60 Euro für so ein Ding. Habe ich das Fischerdorf schon? Nö, habe ich noch nicht. Ich würde gerne gucken, ob ich die gesamte Karte irgendwann mal aufdecken kann. Als reichte der Mord an den Samurai nicht schon aus. Vielleicht sollte man die Banner einsammeln, um sie zu retten. Dafür euer Leben riskieren? Hoffen wir einfach, dass die Mongolen keine weiteren oder jemand anderes. Ist das schon befreit? Es ist schon etwas her, aber ich meine, ich wäre hier schon gewesen. Was sie Fürst Adachi antaten. Abscheulich. Wisst ihr, was nie so noch. Schlimm, ne? Nee, ich glaube, bei dem Fischerdorf kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Vor ein paar Jahren den Ronin im Duell töten? Den riesigen Ronin mit den zwei Klingen. Ja, alle hatten Angst, gegen ihn zu kämpfen. Außer Fürstin Masako. Fürstin Masako. Die hat Misu gesehen, wie sie an Fürst Sakais Seite kämpfte. Die Mongolen werden sich noch wundern. Es gibt Hoffnung. Ja, gucken wir mal. Ja, stimmt, hier war ich schon. Das habe ich ja erstmal. Erstmal guten Hunger, Justin. Lass dir die Pizza schmecken. Ich habe mir heute zwei Hähnchenschenkel geholt. Und ansonsten hatte ich nicht so viel. Wenn man es vielleicht benennt, war es jetzt nicht ganz so geil, aber. Also war es dann nicht ganz so gesund, aber so viel habe ich jetzt nicht gegessen. Ich glaube, zum Frühstück hatte ich ganz normal Freitags-Currywurst und Pommes. Obwohl ich gefühlt habe, dass die Portionen trotz Preissteigerung auch kleiner wurden. Und Dingsbums. Na, wie heißt's? Ich glaube, zum Mittag habe ich ein bisschen Schokolade gegessen. Ich glaube, noch eine Nuss-Zimtschnecke. Oder eine Nuss-Mohn-Schnecke, ich bin mir nicht ganz sicher. Und noch ein paar Schokokrossis. Und halt zum Abendessen zwei Hähnchenschenkel. Waren aber relativ kleine, glaube ich. Also so viel. So groß waren die Hinkelbeine jetzt nicht. Wo laufe ich denn überhaupt lang? Da unten ist doch das Fischerdorf. Guck mal, mein ganzer Kinemo wird dreckig. Was soll denn das? Oh, da ist noch Holz. Das ist okay. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich eigentlich ein paar Raubtiere finde. Weil ich glaube, so Upgrade-Sachen bin ich...
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier was zu finden war. Aber wo? Hm. Ich muss auch wieder Horizon Forbidden West aufnehmen. Das habe ich jetzt leicht vergessen. Beziehungsweise ist es, glaube ich... Müsste ich mal gucken. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel Neues. Ich habe mir jetzt erstmal ein neues Handy geholt. Mal endlich mal up-to-date. Dass ich mal endlich auch im Handybereich mal ein bisschen up-to-date bin am Montag. Jetzt mache ich eigentlich nur noch auf das Geld von meinem... Also ich habe weniger Geld fürs Handy ausgeben als das Geld, was ich noch kriege. Oder beziehungsweise hätte eigentlich schon kriegen sollen. Und dementsprechend alles gut. Barbuch kann ich auch wieder füllen, wenn ich es bis dahin nicht plündern muss, weil mein ehemaliger Arbeitgeber meint, ja, ich weiß, dass du das Geld kriegst. Abrechnung hast du gekriegt, aber doch kein Geld. Und bist während der Urlaubszeit einfach nicht erreichbar. Arschloch, fick dich. ja. Dementsprechend ist das alles ein bisschen... Ja, ich denke mal, Anfang nächster Woche wird sich das geben. Da ist noch eine Blume. Ich weiß gar nicht, wofür man die Blumen braucht. Ich meine eigentlich nur zum Dingsbums. Für irgendwelche Sachen. Wollte schon sagen, es ist ein Baum, aber es, also es ist tatsächlich ein Baum, der... Krass, ich hätte nie gedacht, dass ein Baum solche Wurzeln ziehen kann. Aber okay. Die Frage ist nur, wo gehen wir als nächstes hin? Und ist das überhaupt... Triff Huso auf dem Friedhof. Dann wollen wir mal. An sich, das Spiel sieht einfach schon geil aus. Kann man nicht sagen. Die Frage ist, ist das der Friedhof? Tatsache. Hier gibt es noch ein paar Blümchen. Die nehme ich mal alle mit. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel ich jetzt insgesamt habe. Es wäre schön, wenn da was stehen würde. Aber, warte mal, ich würde gerne mit euch heute auch noch eine Runde Far Cry 6 anspielen. Wenn das der Friedhof ist, was ist das dann da unten? Ist das ein Hinterhalt? Ich glaube schon, ne? Ja. Nee, bis jetzt habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich habe euch ja in Discord eine Auswahl gegeben. Mein Vorschlag war natürlich, dass wir mit Ghost of Tsushima anfangen, gucken, wie sich der Abend entwickelt und vielleicht später nochmal... So, sollte auf dem Friedhof sein. Mit Far Cry 6 mal, dass wir das zwischendurch mal ein Stündchen reinschmeißen. Kann ich ja dann entweder separat aufnehmen, in der Hoffnung, um zu gucken, okay, habt ihr Bock drauf oder nicht. Oder wir lassen es einfach als Stream-Highlight, dass auch die YouTube-Zuschauer vielleicht auf twitch.tv/grafwalder vorbeischauen. Na? So, jetzt muss hier eigentlich einer sein. Triff Ryuzo auf dem Friedhof, da ist er doch. Da haben wir ihn. Ich hab dich so lange gewartet, Boys. Gut. Du bist hier. Bist du bereit, Essen für uns zu stehlen? Ja. Sind das alle? Nur die Männer, die auch kämpfen können. Der Rest ist zu hungrig oder krank. Hoffentlich sind wir genug für den Raubzug. Eher sehen wir Kirschblüten im Winter, als dass wir uns diese Vorräte holen. Es gibt immer einen Weg. Vorzugsweise einen, der meine Männer nicht tötet. Vorzugsweise einen, der meine Männer nicht tötet, ja. Ich meine, ich will nichts sagen, aber ich bin eigentlich in solchen Spielen akzeptabel. Dementsprechend gucken wir mal. Los geht's. Viele Männer da drin.
Und ein Signal oben auf dem Turm. Wenn sie Verstärkung aus der Bucht rufen, sitzen wir in der Falle. Die mähen uns nieder. Sucht einen Ort, an dem ihr mich sehen könnt. Sobald ich ihr Signal zerstöre, greift an. Die töten dich. Falls ja, breche mich. Und hol dir ihr Essen. Das ist nicht witzig. Falls ja, breche mich. Und hol dir ihr Essen. Okay. Wartet auf mein Signal am Turm. Wie du meinst. Dann wollen wir mal gucken. Schalte den Alarm im Leuchtturm aus. Okay. Lass mich raten, es geht hier rein. Und welch Wunder, hier wächst Gras. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mal ein bisschen gucken. Da müsste eigentlich gehen. Muss ich nur aufpassen, nicht, dass mich jemand erwischt. Okay, die können mich nicht sehen. Yeah, ganz genau. Ansonsten, ja, ich habe diese Woche jetzt nicht ganz so geil geschlafen, wie eigentlich in der letzten Woche. Yo, das lief gut. Das Kettenattentat ist einfach der Hammer. Oh nein. Ich komme zu spät. Diese Arschgeigen. Wie viele Pfeile habe ich denn jetzt überhaupt? 7. Das ist nicht viel. Okay, das Kettenattentat ist schon geil. Warte mal, wenn ich mich jetzt anschleiche. Fuck! Ich hätte... Oh, scheiße! Ich meine, ist so ein... Ah, nee, der hat da ja noch Leute. Kacke. Schalte den Alarm aus und löse keinen Alarm. Och, Mann. Ich hatte so viel Spaß dran. Komm schon. Ja, ich habe auf jeden Fall mit meinem neuen Handy mal probiert, PlayStation Remote zu aktivieren. Es funktioniert, aber es ruckelt. Also dementsprechend gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß nur nicht, woran es liegt. Ob mein Router vielleicht einfach not good enough ist. Maybe. Ich darf also nicht gesehen werden. Also bis jetzt geht's. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das gerade so richtig geil finde. Ist aber gut, dass wir hier ein paar Pfeile finden. Dann sollte ich vielleicht mal damit arbeiten. In welche Richtung guckt ihr denn? Na, das kriegen wir hin. Vorräte.
Nein, du sollst schon nicht da reinquetschen, du Lümmel. Du sollst erstmal die Vorräte hier krallen. Bin nämlich noch nicht. Nein. Och, Mann. Jetzt. Ist das der Leuchtturm? Es müsste der Leuchtturm sein, ne? Ich habe so viele Vorräte. Ich bräuchte eigentlich eher Wildtier heute. Da oben steht doch bestimmt jemand. So, Vorräte, Vorräte, Vorräte. Sieht alles ganz gut aus. Kunai ist voll. Muss ich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Es ist jetzt schon sehr lange her, dass ich jetzt generell PlayStation 5 gespielt habe. Ich muss ein Signal geben. Dabei würden sie mich sehen. Entfache den Leuchtturm. Ah. Kann ich nicht vor irgendwelche Lappen? So, dann kommt mal her hier. Ihr werdet mich nicht mehr verstecken. Gut, wir können uns hier nochmal mit allem ausrüsten. Oh, sogar Brandpfeile. Der ist auf unserer. Der ist gegen uns. Aua! Oh, du Rattengesicht! Fuck. Gegen Schilder. Na gut, mit dem Kunai kann ich vielleicht wesentlich besser die Rüstung durchbrechen als mit anderen Sachen. Alter, was war das denn für ein Schuss? Man kann es auch übertreiben. Zum Glück existiert kein Friendly Fire. Glaube ich zumindest. Das waren dann alle. Super. Jetzt krallt euch das Essen, das kriegen wir hin. Was gefunden? Ich glaube, die haben ja selbst nicht so viel zu essen. Aber ich habe gut Vorräte, also irgendwie müsste da ja was sein. Habt ihr was gefunden? Hol wir deinen Männern etwas zu essen. Wo sind die Vorräte? Im Turm habe ich keine gesehen. Hast du etwas gefunden? Nur ein paar mongolische Papiere bei einem toten Offizier. Zeig her. Du kannst das lesen? Wenn sie auf Chinesisch sind, kann ich sie entziffern. Seit wann? Seit ich Sun Tzu lesen musste. Das hier war nur ein Zwischenlager. Sie nehmen alles mit. Aufs Meer.
Die Boote sind in der Bucht. Wir schaffen es nie dorthin. Wir sind doch hier. Du bist verrückt. Was hast du dir denn ausgedacht? Sehen wir uns die Gegend mal an. Genau, mal die Gegend angucken. Löse keinen Alarm aus. Die Mongolen haben kleine Boote am Strand. Wir könnten eins stehlen, müssten aber mitten durch ihre Armee. Zu viele Barrieren und Schützen. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord. Ich schicke meine Männer nicht an die gegnerische Front. Habe ich auch nicht vor. Könnten... Schick deine Schützen auf die Klippe. Sie beschäftigen die Mongolen und wir stehlen das Boot. Ein Brandpfeil könnte den Sprengstoff zünden. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Sie sollen sich ja vom Strand abwenden. Also gut, Männer. Sie wissen nichts von unserem Sieg am Fort. Also warten Sie auf Verstärkung, die nicht kommen wird. Lenkt sie ab, bis wir ein Boot gestohlen haben. Dann zieht euch in den Wald zurück. Achtet auf meine Fackel. Sie ist euer Angriffssignal. Suchen wir einen Weg zum Strand. Ihr habt Ryuzo gehört. Wir enttäuschen dich nicht. Dich dort kämpfen zu sehen, hat mich an Fürst Nagaos Turnier erinnert. Du wolltest um jeden Preis gewinnen. Es war ein Wettkampf. Du hast auch hart gekämpft. Wirklich? Worauf willst du hinaus? Auf nichts. Ich denke nur an unser Duell. Darüber reden wir später. Falls wir überleben. Das werden wir, sonst wäre das Spiel ja vorbei. Deine Männer sollten in Position sein. Jetzt die Fackel. Los, Männer. Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Ich glaube, dass wir da schon so ein bisschen durch müssen. Das kleine Boot soll ich klauen, ne? Das war nicht der Plan, Jin. Keine Zeit zu kämpfen. Wir müssen zu diesem Boot. Habe ich ja auch nicht vor. Ich habe doch nur den einen platt gemacht, der uns abfacken könnte. In der Nähe wird gekämpft. Och nee. Ja, man kann sich übertreiben mit den zwei Schwertern. Fick doch die Henne, du Lappenlurch. Entschuldigung. War das gemein? Ich wusste, dass es klappt. Schau dir das Feuer an. Hab ich denn da nicht gesehen? Das lief doch gut. Ich habe fast nichts anderes gemacht als eben. Hallo. Wir müssen schnell sein. Nimm ein Ruder. Feuer hat sie abgelenkt. Wir schleichen uns hinein. Nach dem Essen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier ganz viele Vorräte kriegen kann. Nichts. Hätte nicht gedacht, dass das Duell dich so ärgert. Jetzt weißt du es. Kein Glück. Du hättest es mir sagen sollen. Unsere Wege hatten sich getrennt. Egal. Kein Essen hier.
Lass mich raten. Vorräte? Hier nicht. Vielleicht auf dem nächsten Schiff. Hörst du das? Klingt wie 4, 5 Männer. Kein Weg drumherum. Überraschen wir sie. Seid gegrüßt. Wir müssen schnell sein. Schützen auf dem nächsten Schiff. Hast du deinen Bogen? Du deinen nicht? Den haben meine Leute. Geschärft. Mehr Mongol, auf sie! Kampfhaltung, na dann auf! Autsch! Oh, komm schon. Keine Vorräte. Bleibt nur das andere Schiff. Such du hier. Ich auf dem anderen. Vorsichtig. Ich habe das Gefühl, dass mein Hut langsam kaputt geht. Das gefällt mir nicht so super. Hey, welcome. Gib mir Rairanner. Okay. Aber Moment, ich will das mal richtig lesen. Rairan Nummer 2. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wenn es was zu essen ist, bestimmt lecker. Ach, Airan. Sorry. Airan Nummer 2. Alles klar. Okay. Muss sagen, ist nicht so meins. Ich konnte dem nicht wirklich was abgewinnen. Diese Pixelfehler bei Remote Play sind weird. Vielleicht sollte ich doch mal wieder die Capture Card anschalten. Aber bei der Capture Card läuft halt aktuell. Ist halt die Switch an. Also, meh. So, jetzt muss ich nur gucken, dass wir die YouTube-Aufnahmen nicht so viel. Nicht zu lang machen. Der Maululümmel, der in einem Nest von Kackvogel. Ich hab keine Ahnung, was die da finden. Warte mal, ich hab hier Schilder. Ja, gut, mit Kunai brauch ich das nicht. Das stimmt, ja. Weil das auf meiner alten PlayStation. Was heißt alte PlayStation 4? Ach, generell hat die PlayStation gute Spiele, muss ich sagen. Vor allem. Er wundert mich das so ein bisschen. Spielst du gerade auf Platin? Du willst alle. Warte mal, Platin. Ich bin neu im PlayStation-Genre. Dementsprechend, ich habe
nicht so wirklich Ahnung, was Platin ist. Ist das, wenn man Spiele Dingsbums, wenn man die beenden will, 100%? Ich meine schon, ne? Ghost of Tsushima 2 wurde schon bestätigt. Poggers. Oh. Ja, alle Trophäen. Ah, okay. Ja, die nächsten Spiele, die ich mir holen werde, stehen ja schon fest, aber ich werde wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ich den Bären befreien soll. Die nächsten Spiele stehen ja schon fest. Willst du mich verarschen? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Das war dumm. Hallo, du sollst... Das funktioniert super. Ja, die nächsten Spiele stehen ja schon fest. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, für was ich die mir holen soll. Alter, macht der einen Schaden. Dafür habe ich diesen Sau. Da habe ich den Arsch befreit. Es gibt mir wenigstens Fell. Sauhund. Hab den befreit. Jo, komm raus. Die nächsten Spiele sind ja schon safe bei mir. Die Frage ist nur, für was werde ich mir die holen? Weil manche Spiele ja doch multikonsolenmäßig sind. Beziehungsweise Bayonetta 2 und 3 werde ich mir demnächst... Also 2 werde ich mir bei Amazon bestellen, weil es der Mediamarkt nicht kriegt. Bayonetta 3 werde ich mir vorbestellen. Das gibt es ja nur für die für die Switch, Entschuldigung. Und bei Final Fantasy Crisis Core bin ich da nicht so ganz sicher, ob ich mir das für die Switch holen soll. Oder für die PlayStation, weil ich bin mir nicht ganz sicher, auf wie viel FPS zumindest. Der Entwickler hatte sich bewusst dazu gegen entschieden, dass man sowas macht wie hier so Kamerafokus, weil man meint, dass man dadurch den Überblick verliert. Weil halt alle irgendwie reinrennen und naja, auf jeden Fall... Kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite finde ich das ein bisschen befremdlich, weil selbst bei Dark Souls hast du das. Obwohl ich ja nicht so ein Dark Souls-Fan bin. Also Dark Souls 1 hat mir super gefallen. Und 2 jetzt nicht so geil. 3 habe ich nicht so wirklich gespielt. Und Elden Ring, es hat so seine Momente. Es ist durchaus berechtigt, wenn das Spiel... Die erste Hälfte des Spiels macht Spaß, die zweite nicht. Dementsprechend, naja, auf jeden Fall, komm zurück, Justin. Es ist bei mir gerade ein bisschen schwierig zu entscheiden. Entweder hole ich mir Final Fantasy Crisis Core für die Switch, genauso wie Bayonetta 2 und 3. Ich gebe nie auf! Ich werde nicht fallen. Und ja, auf jeden Fall Plague Tale Requiem. Das werde ich mir für die PS5 gönnen. Hast du gesehen, wie dick der war? Dahin ist unser Essen verschwunden. Justin, wie sieht's bei dir aus? Hast du deine Speicherkarte und, wir müssen weg. Kannst du schwimmen? Smash Brothers schon mittlerweile bekommen. Das Feuer greift um sich. Spring! Oder musst du noch warten? Bei mir haben sie immer noch keinen Bluetooth-Adapter in der Nähe. Suchen wir USB-A auf Bluetooth. Wir sind noch hinter uns her. Da vorne ist ein gutes Versteck. Ich habe meinen Männern Essen versprochen und komme mit leeren Händen. Wir finden schon einen Weg. Wie viele werde ich bis dahin noch verlieren?
Das hier könnte vielleicht helfen. Mongolische Schlachtpläne. Sieht man darauf Nachschublinien? Es gibt eine Karte. Immerhin. Gib sie mir. Ja, Wir tun das gemeinsam. Du hast deine eigenen Probleme. Und ich bin ihr Anführer. Ich brauche sie, Jin. Und ich brauche dich bei Burg Kaneda. Ich werde da sein. Man darf dich nicht kommen sehen. Dich auch nicht. Naja, gut. Dann würde ich sagen, im Stream bleibe ich da. Die YouTube-Aufnahme macht's gut, man sieht sich.